Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Mass Effect. Ja, wir befinden uns hier auf der Citadel Station. Und wer das dahinter ist, das wissen wir noch nicht. Vielleicht werden wir es auch gleich herausfinden. Und ich rede einfach mal mit unserer coolen, leuchtenden, Asari nachempfundenen virtuellen Realität. Willkommen im Präsidium Tourismus Terminal 3. Genau. Hier im Finanzdistrikt gibt es verschiedenste Geschäfte und Dienstleister für exklusive Kundschaft. Doch, das hört sich gut an. Diese Statue vor Ihnen ist den Kroganischen Soldaten gewidmet, die den Citadel-Sektor während der Rachni-Kriege mit ihrem Leben verteidigt haben. Krogali. Nach den Kroganischen Rebellionen beantragten zahlreiche Botschaften die Entfernung der Statuen. Aber diese Anträge wurden allesamt vom Rat abgelehnt. Jetzt haben wir noch einen Kroganer fertiggestellt, kennengelernt. Warum war es dem Rat so wichtig, die Statue zu erhalten? Die Kroganer haben entscheidend dazu beigetragen, die Galaxie vor den Rachni zu verteidigen. Der Rat ist der Meinung, dass diese geschichtliche Tatsache nicht vergessen werden darf. Zudem hatte der Rat gehofft, dass durch den Erhalt der Statue die diplomatischen Beziehungen zu den Kroganern verbessert würden und die Rebellion friedlich beigelegt werden könnte. Leider waren die Kroganer zu keinen Verhandlungen bereit. Erst nach der Vernichtung ihrer Heimatwelten und großer Teile der Bevölkerung durch die Turianer gaben sie auf. Dann haben sie wohl bekommen, wonach sie gefragt haben. Tut mir leid. Für eine solche Beurteilung ist meine Programmierung nicht ausgelegt. Was waren die Rachni-Kriege? Vor circa 2200 Jahren wollten Weltraumfahrer den Citadel-Sektor erweitern und öffneten die Massenportale zum Sternensystem der Rachni. Die Rachni waren ein hochintelligentes und aggressives Insektoidenvolk. Sie begannen einen Krieg zur Eroberung der gesamten Galaxie, der fast 300 Jahre dauerte. Mit dem Eingreifen der Kroganer wendete sich das Kriegsglück zugunsten der Zitadellvölker. Die Kroganer verfügten über ausreichend Truppen, um den Vorstoß der Rachni aufzuhalten und sie zurückzuschlagen. Die Kroganer verfolgten schließlich die fliehenden Flotten. Die Kroganer konnten auch in der lebensfeindlichen Umgebung der Rachni-Welten überleben und löschten die Feinde vollständig aus. Genozid. Also echt eine extreme Maßnahme. War es wirklich notwendig, sie vollständig auszulöschen? Tut mir leid. Für eine solche Beurteilung ist meine Programmierung nicht ausgelegt. So, was haben wir noch? Erzählen Sie mir mehr über die kroganischen Rebellionen. Aus Anerkennung um ihre Verdienste in den Rachni-Kriegen wurden den Kroganern vom Rat einige neue Kolonien übergeben. Im Laufe der folgenden 400 Jahre expandierte das Volk der Kroganer. Dank ihrer extrem hohen Geburtsrate nahm ihre Bevölkerung außerordentlich stark zu. Aufgrund dieser kritischen Überbevölkerung begannen die Kroganer mit der feindlichen Kolonialisierung von benachbarten Welten der Ratsvölker. Das war der Anfang der kroganischen Rebellionen. Es dauerte ein ganzes Jahrhundert, bis der Rat und seine Mitglieder die Kroganer wieder unter Kontrolle bringen konnten. Erst durch das Eingreifen des neu entdeckten Turianischen Reiches konnte der Sieg gesichert werden. Erst mussten die Kroganer die Rachni aufhalten, dann mussten die Turianer die Kroganer aufhalten. Und wer wird jetzt die Turianer aufhalten? Tut mir sehr leid. Diese Frage überfordert meine Programmparameter. Das Turianische Volk ist Mitglied des Citadel-Rats. Sie stellen keine Bedrohung für den galaktischen Frieden dar. So, mehr habe ich jetzt hier auch nicht zu melden. Okay, zurück. Dann gehen das wir mal wieder raus. Ist alles. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Gern geschehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und ja, gucken wir uns mal weiter hier zurück. Also unser Weg führt uns quasi ins Aeon Flux. Da haben wir nämlich den Auftrag von der Shaira erhalten. Und ja, den Weg müssen wir erstmal dahin finden, beziehungsweise dieses Flux müssen wir jetzt erstmal finden. So, und was haben wir denn hier? Also das haben wir gerade erfahren, wir sind in irgendeiner Geschäftsstraße. Und quasi das da sind Kroganer. Und die sind wohl harte Jungs und haben ganzes Volk ausgelöscht. Ja, gut, schön. Dann sind wir wieder ein bisschen schlauer, was diese Welt angeht. Und schauen wir mal hier weiter. Wen haben wir denn hier? Ach, hier, guck mal, was ist das denn hier für eine Qualle? Der sieht ja lustig aus. Emporium. Hallo, Wesen menschlicher Abstammung. Dieser ist begeistert, Sie hier in seinem Emporium begrüßen zu dürfen.
Emporium, Ladenbesitzer, okay. Wer sind Sie? Dieser trägt den Namen Dallaninder, aber viele sagen einfach Dallan zu ihm. Bitte lassen Sie sich alle Zeit der Galaxie, um diese exquisiten Waren zu betrachten, die dieser anbietet. Warum spricht er von sich in der dritten Person? Warum bezeichnen Sie sich selbst als dieser? Aus dem gleichen Grunde, warum die Menschen so neugierig sind. Es ist Teil unserer Kultur. Die meisten Hanar sprechen nur in Gegenwart von Familie oder engen Freunden von sich in der ersten Person. Aber das ziemt sich nicht bei anderen Völkern. Das ist nur unsere Art. Okay. Was genau bieten Sie hier an? Dieser bietet nur hochexquisite und luxuriöse Waren hier an. Dieser kann Ihnen fast alle gewünschten Waren liefern, sofern der Preis gezahlt werden kann. Ja. Haben wir schon. Persönliche. Wer sind Sie? Okay, nee, haben wir schon. Dieser trägt den Namen Dallaninder. Bitte lassen Sie sich alle Zeit der Galaxie um diese. Ich muss jetzt los. Auf bald zurück. Okay. Moment, ich wollte dieser noch bekommt häufig neue Lieferungen. Ja, es ist gut, jetzt hör auf zu quasseln. Ich wollte noch. Wieder einmal herzlich willkommen, Commander. Ja, genau, da. Wünschen Sie, dass dieser Ihnen ein paar fantastische Waren präsentiert? Ja. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Oh, es ist diesem eine große Ehre, Wesen menschlicher Abstammung. Es wird Sie nicht enttäuschen. Okay, nichtmenschliche Panzerung anzeigen. Das ist wahrscheinlich für Aliens, die in meinem Team sind. Upgrades anzeigen, Standardobjekte. Ich gucke mir erstmal die Standardobjekte an. Und Shepard hat in Klammern geredet. Standardobjekte. Okay. Ja gut, hier haben wir Waffen, Panzerung. 1400. Wo können wir das noch gar nicht leisten? Foil. Doch, hier ist Survivor 2. Aber ich glaube, dann warte ich erstmal. Den Rest werde ich mir wahrscheinlich auch nicht lassen können. Also deswegen mache ich mir jetzt auch gar nicht die Mühe. Ich gucke nochmal hier, ob ich hier irgendwas finde. Ich finde, die sehen cool aus. Irgendwie lustig, aber auch cool. Wir haben was von den standardbekannten Aliens, die wir hier auch kennen aus sämtlichen Akte X-Folgen und hast du nicht gesehen. Aber hier sieht da so ein Vieh, ey. Kommst du um Ecke, da steht da einer. Verrückt. Verrückte Typen. Was wir auch bei Gelegenheit auch mal machen müssen, ist, wir müssen uns auch mal hier mit unseren Kameraden auch mal unterhalten. Weil die haben auch gelegentlich mal ein paar Sachen auf den Herzen. Und wollen auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit erhalten. Ich überlege gerade, ob wir nicht einfach mal die Chance nutzen. Und versuchen mal ein Gespräch mit den beiden anzufangen. Ladies first, fangen wir mit Ashley an. Ich kann die Aliens nicht von den Tieren unterscheiden. Ashley will gar nicht viel reden und unser lieber Kaiden. Es ist sehr friedlich hier. Ich finde das alles ganz toll hier. Okay, damit haben wir unser Gespräch beendet. Also es ist immer sehr weitreichend. Oh ne, nicht schon wieder so Maulwurfsvieh, ey. Naja, müssen wir durch. Wen haben wir denn da? Jemanden vom Erdenclan? Und eine Berühmtheit dazu, oder? Man nennt sie doch Shepard, nicht wahr? Die Legende, wie sie die Tragödie von Akuse überlebt haben, ist ganz erstaunlich. Ich bin jedes Mal aufs Neue erstaunt. Sie haben mir etwas voraus. Ich bitte um Vergebung, Commander. Mein Name ist Balafon. Meine Arbeit erfordert es, immer informiert zu sein. Ich bin Finanzberater für viele bedeutende Kunden hier auf der Zitadelle. Wenn jemand so Berühmtes auf der Station eintrifft, werde ich darüber informiert. Erzählen Sie mir von Ihrer Arbeit. Das galaktische Finanzwesen ist eine komplizierte Geschichte. Gesetze und Vorschriften mit Bezug auf Dutzende interstellare Wirtschaftssysteme.
Ich bin ein Experte für all die Zusammenhänge der Wirtschaftssysteme. Gegen Gebühr kann man von meinem Fachwissen profitieren. Ich bin zudem ein gefragter Mann, wenn man Geschäfte machen möchte, ohne unnötig Aufsehen zu erregen. Diskret und effizient. Das ist mein Motto. Klingt eher nach schmutzigen Geschäften. Alle meine Geschäftsaktivitäten orientieren sich natürlich an gültigen interstellaren Gesetzen. Dennoch wünschen einige meiner Kunden, ihre Geschäfte unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu tätigen. Ein Hanar-Botschafter hat zum Beispiel einmal einen Antrag auf Reduzierung der Importsteuern auf Hanar-Güter beim Rat eingereicht. Was für einen Eindruck hätte es gemacht, wenn bekannt geworden wäre, dass er Anteile an einer Hanar-Exportgesellschaft hält. Auch wenn seine wahren Motive waren, seinen Leuten helfen zu wollen, wäre er in Verdacht geraten, sich durch einen positiven Antragsbescheid persönlich bereichern zu wollen. Also habe ich seine Geschäfte im Stillen verwaltet. Klingt für mich immer noch nach schmutzigen Geschäften. Dann wollen wir hoffen, dass Sie niemals ein so großes Vermögen zu verwalten haben, dass Sie meine Dienste benötigen. Das hoffe ich auch. Wie ist das Leben hier auf Citadel? Diese Station ist zweifelsohne das größte Wunder der Galaxie. Sie ist ein technologisches Wunder, aber die Schönheit liegt nicht nur in den Schutzhüllen und Antriebsmotoren. Vom Präsidium bis zu den Zivilbezirken. Die ganze Station ist Zeugnis des Erfolgs des Rates. Alle Spezies im Citadel-Sektor leben in einer einzigen starken Gemeinschaft zusammen. Was ist so Besonderes am Präsidium? Es ist das politische Zentrum des Citadel-Sektors. 80% aller intelligenten Spezies der uns bekannten Galaxie erkennen die Autorität der Citadel in interstellaren Fragen an. Aber nur die mächtigsten und einflussreichsten Völker haben ihre Botschaften hier im Präsidium. Diese Ebene der Station ist für die Elite reserviert. Shepard, für Leute wie uns. Wie sieht es in den Zivilbezirken aus? Sie sind das kulturelle Herz der Galaxie. Die Bezirke pulsieren vor Leben. Dort halten sich Millionen Bürger der verschiedenen Spezies auf. Man weiß nie, was einen in diesen Bezirken erwartet, Commander. Sie sind voller Überraschungen. Die meisten allerdings angenehmer Art. Ich muss jetzt gehen. Also auf Wiedersehen, Commander. Hier tummelt sich so einiges. Also sehr viele verschiedene Persönlichkeiten auf dieser Raumstation. Also hier blüht echt das Leben. Also hier hat man, glaube ich, einfach alles. Ne? Also wirklich, wirklich einfach alles. So. Ich gehe jetzt mal hier vorne gucken. Dann haben wir so erstmal, glaube ich, den ersten Bereich soweit abgedeckt. Da vorne geht es wieder zu den Dingens zurück. Da ist die kuganische Statue. Ja, hier geht es erstmal wieder, da hinten geht es wieder zu den Botschaften zurück. Und hier sind wir jetzt wieder auf einem Platz. Ja, das ist so ein, ja, ein Marktplatz, kann man das nicht sagen. Ein Versammlungsplatz, sag ich jetzt mal. Sowas wie ein Park. Da chillen die Leute auf der Bank, nicht auf dem Sofa, hätte ich bei einer Sofa gesagt. Und lassen sich es einfach nur gut gehen. So, was haben wir hier? Hier geht es ja tief runter. Ganz schön tief runter. Fahrstuhl, nee, ich will die Ebene noch nicht verlassen. Will mich erst hier oben noch weiter umgucken. Zu den Bezirken. Achso, da geht es zu den Wohnbezirken wahrscheinlich. Wir sind ja jetzt hier eher in Zitadellturm. Aber da kann ich mal lang gehen. Wir sind ja jetzt hier eher in den organisatorischen Bereich, in dem Handlungsbereich. Da, wo die Politik passiert, wo die Politik gemacht wird. Wo man eigentlich nicht wohnt. Sehen Sie sich dieses Ding da drüben an. Was tut es? Bitte stören Sie die Keeper nicht. Die
Keeper. Ich glaube, du erzählst mir jetzt was über die. Bitte stören Sie die Keeper nicht. Was machst du denn da, Ashley? 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 Hallo, alles gut? Ashley? Leute, bloß nicht stören und vor allem nicht füttern, bitte. Willkommen im Präsidium Tourismus Terminal 2. Sie befinden sich gerade am Fuß des Zitadellturms, einem der bedeutendsten und bekanntesten Bauwerke des Präsidiums. Hinter mir sehen Sie das spektakuläre Portalmonument, ein Maßstabmodell eines proteanischen Massenportals. Zu Ihrer Linken sehen Sie, wie einer der Keeper, die Verwalter von Zitadell, ein Steuerfeld bedient. Sie werden vielleicht noch mehr Keeper bei der Ausführung diverser Tätigkeiten auf Zitadell beobachten können. Wir müssen Sie aber bitten, die Keeper nicht bei der Arbeit zu stören. Die Keeper sorgen für den störungsfreien Betrieb von Zitadell. Das Abhalten der Keeper von ihren Tätigkeiten zieht harte Strafen wie Gefängnisstrafen und Rehabilitationsmaßnahmen nach sich. Über die will ich mal was erfahren. Ich möchte mehr über die Keeper wissen. Über diese Verwalter von Zitadell ist nur wenig bekannt. Aber bei der Wartung und Steuerung der ganzen Station spielen sie eine entscheidende Rolle. Laut der Zitadell-Bestimmungen dürfen die Keeper bei der Ausführung ihrer Arbeit niemals gestört werden. Wer diese Bestimmung missachtet, muss mit harten Strafen rechnen. Keeper sind in allen Sektionen von Zitadell anzutreffen, aber die meisten halten sich im Turm oder dessen Umgebung auf. Gibt es einen besonderen Grund dafür, dass hier so viele Keeper sind? Die Keeper kommunizieren nicht mit anderen Lebewesen. Man geht aber davon aus, dass das Hauptsteuerzentrum der Zitadell sich im Turm befindet. Viele Systeme der Station, wie die Navigation und die Lebenserhaltung, arbeiten automatisch. Es wird angenommen, dass die Keeper diese Systeme von dem nicht zugänglichen Kern des Turms aus steuern. Die Keeper zeigen sich auch häufiger bei Sitzungen der Ratskammer, doch meist sieht es so aus, als würden sie dort nur auf dem Weg zu einem anderen Ziel vorbeikommen. Erzählen Sie mir von diesem Zitadellturm. Er beherbergt die Ratskammern und die Zitadellkontrolle und ist eines der wichtigsten Gebäude auf der Station. Zugang zu diesen Bereichen wird nur Personen mit autorisierter Berechtigung gewährt. Ich möchte mehr über die Ratskammern erfahren. In diesem höchsten Raum des Turms führt der Rat seine Geschäfte, mit weitreichenden Entscheidungen für die gesamte galaktische Gemeinschaft. Die Ratskammern sind ein wahrhaft beeindruckender Anblick. Allerdings können nur wenige sie persönlich bewundern. Dort haben für gewöhnlich nur Ratsmitglieder, Botschafter, hochrangige Offizielle und die verschiedenen Assistenten Zutritt. Ja, ich muss da ja auch hin. Wie kann man mit dem Rat Kontakt aufnehmen? Durchschnittliche Bürger müssen die ausgewiesenen Kanäle kontaktieren, wenn sie eine Anhörung vor dem Rat wünschen. Dies wird in aller Regel durch die zuständigen Botschafter vermittelt. Aber nur wenigen wurde bisher Zugang zu den Ratskammern selbst gewährt. In aller Regel vertreten die jeweiligen Botschafter die Interessen ihrer Bürger. Ich habe mir einen Termin beim Rat geben lassen. Nur einer Handvoll Besucher von Zitadell wurde dieses Privileg bis heute eingeräumt. Wenn es nicht außerhalb meiner Programmierung läge, wäre ich jetzt neidisch. Was passiert in der Zitadellkontrolle? Die Zitadellkontrolle verwaltet alle ein- und ausgehenden Transitflüge. Alle Schiffe im Umkreis von 2000 Kilometern der Zitadell unterstehen der Zitadellkontrolle. In Spitzenzeiten werden manchmal mehr als 1000 Schiffe verwaltet. Erzählen Sie mir mehr über das Portalmonument. Die Asari haben die Zitadell als erste entdeckt. Das Portalmonument ist eines der interessantesten und umstrittensten Bauwerke der Zitadell. Was hat denn dieses Kunstwerk zu bedeuten? Vielleicht ist es nur eine Erinnerung an die proteanische Eitelkeit. Und daran, dass die Galaxie mit Hilfe der Massenportale erobert wurde? Oder vielleicht ist es ein Symbol der Einheit. Eine proteanische Vorhersehung, dass die Völker der Galaxie mit Hilfe der Massenportale hier zusammenfinden würden. Es gibt keine gesicherten Fakten darüber. Deswegen beschäftigen sich viele Akademiker und Historiker mit diesem Portalmonument. Das ist vorerst alles. Also ich finde das sehr gern geschehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, danke. Ich finde das schon sehr, eigentlich schon eher beunruhigend. Also irgendwie, du fliegst durchs All, du denkst dir, ach guck mal, da ist eine Station, die ist ja voll intakt, ne, fliegst da drauf, man nimmst die, alles schön und gut.
Aber du kennst diese Station eigentlich trotz der Tausende von Jahren. Du kennst die nicht. Du weißt gar nicht, worauf du dich da wirklich befindest. Und dann läuft da auch noch die ganze Zeit ein Volk rum, von dem du gar nichts weißt, das irgendwelche Kontrollen bedient, wo du gar nicht weißt, was das macht. Und, also, weiß ich nicht, das wäre, also mir persönlich wäre das echt ein bisschen zu unheimlich, oder? Also ich muss doch das, was ich benutze, muss ich doch verstehen, irgendwo. Ja, wenn das mal nicht zum Problem führt, bleibt mal abzuwarten. Ich könnte jetzt zum Rat gehen, meinen Termin wahrnehmen, ich lasse es jetzt aber erstmal. Ich möchte mich jetzt hier oben erstmal ein bisschen umschauen. Aber dafür gucken wir uns hier das Masseportal einmal an und, ich glaube... Weiteres Umschauen tun wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.